Nein, vielleicht hat das auch ein bisschen mit Selbstgeißelung. Ich hab keine Ahnung. Ja. Hallo? So. Ach komm, das wird bestimmt voll einfach. Ist das hier neu? War hier schon immer ein... Echt? Warum ist mir das Desinfektionsmittel hier noch nie aufgefallen? Ja, die kannte ich aber. Ich wollte mein Mikrofon nicht in meinen Becher tun. In den Becher vollkommen. Nein. Den trinkt man aus einer Bauchtasse. Ich höre... Das ist neu mit den Soundeffekten hier, ne? Also ich höre hier teilweise dann immer den Dingens hier, so diesen Herzschlag. Ich kenne das schon die ganze Zeit. Während man hier rumläuft. Für mich ist es so neu, dass man es halt hört, während man normal rumläuft. Ich habe sonst immer nur dieses Dröhnen. Guckt uns eigentlich überhaupt noch jemand zu? Ich glaube nicht. Ich habe ein wildes Lara. Wildes Lara versucht... Mir fällt keine Attacke ein. Boah, also ich bin einfach durch, glaube ich. Deswegen eben nochmal schön Asylum und dann können wir ja schon. Bisschen was Ruhiges. Wir haben Prison. Ja, stimmt. Bringen Sie doch jetzt nicht noch auf die Idee, verdammt. Einigen wir uns darauf, dass du die Türen aufmachst, ja? Ich sehe wird nix.
Luzi, bist du bei Lars? Nein. Ich geh grad unten. 9,3 Grad. Wo? Im Flur, rechte Seite. Wenn du reingehst, rechte Seite. Okay, dann war ich wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ne, hier ist es. Ich sehe da vorne euer Licht. Ja. Ich bin aber fast komplett unten. 7,8. Hallo. Hallo. Hallo, Schwester. Hola, Sister. Como está? Ist der... Solala. Katzrase. Oder hier. Hier sind... Was sind sie denn? Doch hier auch auf der rechten Seite. Also du hast mein Licht gesehen. Und ich deins. Ja. Die doch links kicken? Dann muss es ja hier in der Nähe sein. Ist das Wasser? Läuft hier Wasser? Dann müssten sie ja hier lang. Ja. Ich habe mich schon wieder mit rechts und links verbunden. Komm, komm, komm. Ah, ich höre das EMF. Ja, ich bin hier runter vorhin. Hm. Da sind sie. Sobald ich da in dem Raum hatte ich ja, EMF. 9,6 habe ich hier auf dem Flur. Ist der Strom an? Oh, hier ist Wasser. Nö, ich habe das Ding noch nicht gefunden. Ich höre Wasser. Ja, da vorne ist auch Wasser. Da vorne in der Tür, die nach außen auf. Wo? Welcher? Hier. Die nach außen aufgeht, da. Okay. Also hier im Klo haben wir überall Minusgrade. Also, Minusgrade haben wir. Also hier auf dem Klo sind... Das muss hier irgendwo sein. Ja, das muss hier schon Raum sein. Soll ich den Strom anmachen? Vielleicht also der sogar ist das Bad. Vielleicht sogar das Bad. Schmeiß mal das Thermometer hin und geh einmal zurück. Ja. Das wird ein kurzer Fix sein. Basti? Ja? Kannst du gerade mal da reingucken, weil die Tür habe ich nicht aufgemacht. Bist du hier? Kannst du mich hören? Ich habe erstmal die Geisterbox dahin geschmissen. Also den Raum haben wir schon mal. Welcher ist es denn jetzt? Ich
meine das Badezimmer. Das können wir gleich sehen. Ich mach mal die Räucherstäbchen. Pack mal zwei ein, oder? Weil da kannst du die Toilette. Nee, ist alles. Komm mal unterwegs. Kannst du ja sonst nicht ans. Hast du ein Feuer? Ja. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Das Licht hat gerade geflackert. Oder war das auf die. Hat das gezählt mit dem Räucherstäbchen? Ja. Ja. Nee, oder? Ja. Dann war es der richtige Raum, und zwar ist es das Badezimmer. Den Türen aufmachen ist mega gruselig. Besonders die gehen ja alle nach außen auf, das heißt, du hast gar keine Möglichkeit, die richtig zuzuhalten. Hat irgendwer ein Buch? Ja, ich. Tür zuhalten, auch von innen nach außen, hilft nicht immer, wie ich eben festgestellt habe. Mhm. Ich habe eine UV-Lampe und das Kruzifix dabei. Lara, möchtest du vielleicht schon Tabletten schmeißen? Ja, Lara, mach mal. Ah, das geht doch. Sollten wir vielleicht alle in Betracht ziehen. Hey, Lara, wenn wir jetzt gehandelt werden wegen dir. Ja, doch schon. Ich habe doch schon welche genommen.
vorbei. Vorbei. Und das war nicht wegen mir. Ich habe extra die Tabletten genommen. Licht aus. Der Strom ist echt. Jo. Mir auch. Stand vor meiner Tür. Kamera steht. Das ist eine sehr gute Frage, Magic. Ich find's schön, wie Basti und Hami das einfach ignorieren. Als wäre der Original bei uns im Zimmer. Ja. Oh mein Gott.
Ist die Kamera nicht an oder habe ich sie übersprungen? Welche Kamera? Also angemacht habe ich sie. Ja, das ist irgendwie übersprungen. Das ist nicht dein Ernst, das geht nicht anders. Ach man ey, nicht da irgendwie dran gekommen? Wir haben aber irgendwie auch nix, ne? Ne, nicht mal annähernd irgendeinen an. Aber wir haben die zwei Nebenziele, ist ja schon mal ein Anfang. Yep. So, wir wollen etwas. Geh mal die Kamera an, mach. Das habe ich schon vor die Tür gelegt. Also Kruzifix liegt, UV-Licht liegt, EMF glaube ich auch, Geisterbox, eigentlich liegt schon alles da, was wir brauchen. Alles gut, ich lebe noch. Sind beide Kameras auf grün? Die eine jetzt noch mal aus und wieder angemacht. Funktioniert sie jetzt? Ja. Also ich hätte das gleich lokal gesetzt. Thank you.
Arbeit. Wie alt bist du? Kannst du mich hören? Darauf hat es nie aufgefallen, dass sie hat angefangen zu handeln, als du drin warst. Yep. Hörst du mich? Wie alt bist du? Schreib in das Buch. Fox. Nein, habe ich nicht. Ich habe Box gehabt. Box. Ja, das haben wir mitbekommen. Ansonsten habe ich aber nichts Komisches gehört. Ich habe nur versucht zu lauschen. Okay. Das sieht aus, als würde ich den Mikrofon an den Mund halten. Also von meiner Warte aus sieht das aus, als ob du ihr deine leere Hand anbietest, wofür auch immer. Ich möchte mich bitte nicht äußern. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Hausi? Er ist kein Anwalt. Bist du zufällig Laras Anwalt? Nein. So, Kinder. Also, wir haben eine Gesamtsanity von unter 40. Naja. Nee, unter 40. Was könnte es denn sein? Uni. Spirit, Gespenst, Poltergeist, Dämon, alles. Fast alles. Kein Shade, keine Banshee. Oh. Ich gehe Richtung Uni, weil sehr aktiv. Und auch sehr angriffslustig. Könnte aber auch ein Dämon sein. Sehr viel Sanity verloren. Was bräuchten wir dafür? EMF, Geisterbox und Buch. Beim Buch steht halt nichts. Also EMF schlägt auch aus, wenn... Also ich war ja gerade direkt in dem Zimmer gegenüber. EMF hat ausgeschlagen. Ich kann... Ich würde jetzt nochmal eine Kamera vor den Raum in den Flur reinstellen. Okay. Fingerabdrücke sind ja raus, richtig? Naja, wenn wir von Uni ausgehen, ja. Ja, ansonsten steht da ja auch noch eine... Ich werde extra vorsichtig sein und lange warten. Danke. Warte, nur die Tür aufmachen. Würde ich hier die Kamera hinstellen. Okay.
hast das hervorragend gemacht. Danke. Das war super. Man hat euren Arm durch die Tür gesehen. Dadurch wussten wir, ihr lebt. Ja, es sah sehr bedrohlich aus. Buch ist noch leer. Salz auch keine Spuren. Okay, jetzt. Keine Fingerabdrücke. Ich glaube, das ist der falsche Raum. Dann hätte das mit den Räucherstäbchen nicht. Vielleicht bist du aber mit dem Räucherstäbchen irgendwo durchgewatschelt. Nein, als er gehandelt hat, habe ich mich in dem Raum versteckt, dummerweise. Und habe die Räucherstäbchen hinschmisch. Hatte ich ja so blöd gefragt, ob das funktioniert hat. Also es ist schon der richtige. Und ich habe in dem Raum auch die Antwort über die Box gekriegt. Dreimal an meiner Tür. Er hat meine Tür aufgemacht und war drinnen. Oh Gott. Irgendwie ist er nur dreimal vorbeigelaufen. Scheiße. Ich habe aber auch ein Glück oder Pech, je nachdem. Oh mein Gott. So, wir haben keine Fingerabdrücke. Der hat original die Tür aufgemacht und ich stand hinter der Scheißtür. Ich glaube, der kam einfach nur nicht an mich dran. Fucking hell, Alter, der stand genau neben mir. Wäre jetzt eigentlich ein Ort? Also wenn wir Buch und Fingerabdrücke ausschließen und die Box reinpacken, bleibt jetzt nur noch Jin oder Mare. Dafür bräuchten wir für beides allerdings Orbs. Oder einen Orb zumindest. Für die Mare bräuchten wir Gefriertemperaturen, für den Jin EMF5 und für beides ein Orb. EMF5 kann sein. Gefriertemperatur kannst du aus. Selbst wenn er direkt hinter der Tür stand und man das Thermometer in der Hand hatte, war es nie unter. Das ist echt schwierig. Der ist echt knackig. Ja, Abdrücke. Ich habe die komplette Tür. Ich habe alle Spiegel einmal abgeleuchtet. Dings hier. Lichtschalter, alle. Also man ist ja, hätte ja auch aufs Radio geantwortet, aber das muss ja, da muss man ja auch nicht im selben Raum mit sein, oder? Hörst du ihn nicht?
bin der Meinung, wir haben den schon von weiter weg mal gehört. Ich glaube, das Ding hat einen Range irgendwie von 3 Metern oder so. Meine ich mal gelesen zu haben, Angaben ohne Gewehr. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, dadurch, dass wir halt echt fast gar nichts haben, hätte ich jetzt eigentlich gesagt, das ist der falsche Raum, aber wenn es das mit dem Radio war, so, ne? Ja, und halt die Räucherstäbchen, die ich in dem Raum reingeschmissen. Hattest du die vorher schon an oder auch erst im Raum? Nein, er hat angefangen zu handeln. Ich habe die Räucherstäbchen in die Hand genommen, angezündet und war in diesem Raum. Der Raum. Und genau deswegen mag ich das Schnee 3 skeptisch. Ja. Steh, du kannst auch hier mit mir reden. Du musst nicht über Uschi mit mir kommunizieren. Leider kann ich die Emojis nicht machen. Du kannst auch einfach so sagen, Schnee 3 skeptisch. Okay, ja, kein Orb. Oder wenn, dann hat er sich gut versteckt, ey. Ja, aber wo denn? Also ich meine, wir sehen hier den Raum. Wir sehen den Raum von außen. Wir sehen den Flur komplett. Es war nirgendwo ein Orb. Also das, was ich am allermeisten ausschließen würde, wäre tatsächlich an dieser Stelle ein Orb. Weil der muss bis jetzt da gewesen sein. Ich schließe tatsächlich das Buch aus, weil wenn nach so oft Handen immer noch nichts im Buch steht, ist das Buch entweder tatsächlich im falschen Raum, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil wenn Lara die Räucherstäbchen ja erst in dem Raum angefackelt hat, kann sie dann nicht damit irgendwie aus Versehen irgendwo vorbeigelaufen sein. Also muss es ja der Raum sein, sonst hätte ja das Ziel nicht gezählt. Weißt du, wenn Lara, wie du vermutet hattest am Anfang, Basti, mit den Dingern schon am Rauchen quasi durch den Flur gelatscht wäre, ja, dann hätte es ja sein können, dass er wirklich nur vorbei rauscht und das Spiel das halt irgendwie dann in die Range nimmt, aber da sie das im Zimmer gemacht hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Raum falsch ist. Was ist, wenn es der Raum drunter ist? Hatten wir aber jetzt auch schon ein paar Mal. Komplett durchgegangen, da war nie was. Halt hatten wir auch nicht. Also das EMF hat auf jeden Fall ausgeschlagen. Ich kann halt nur nicht sagen, wie. Sind wir mal ausräuchern versucht? Ja, war ja eins der. Aber ich habe das Räuchern ja, halt stimmt, während des Hans ja gemacht. Aber in dem Raum? Ja. Gut, während des Hans, dann kann man natürlich nicht sagen, ob das irgendwie Auswirkungen hatte. Oder war der Hand danach vorbei? Der ging dann auch nicht so lange. Plus, glaube ich, hätte er mich gekillt, wenn das wirklich der Raum gewesen wäre. War ja in dem Raum. Aber du machst das mit dem Türen zuhalten ganz gut. Sehr das gut, ist oder? Relativ einfach. Ich halte einfach die Maustaste, so wie man die halt zum Auf- und Zumachen geht, macht und dann laufe ich die ganze Zeit dagegen. Hm, habe ich auch gemacht. Hat nicht geholfen.
bin ich einfach nur so ein Glückspilz, der immer hinter der Tür ist, die er einfach nicht aufmacht. Frage. Will jeder irgendwas ausschließen und wir gucken mal, was dabei rumkommt? Also wenn wir Buch und Orb ausschließen, aber die Geisterbox mit reinnehmen, dann bleibt tatsächlich nur... Dann bleiben nur zwei. Einmal Gespenst oder Spirit. Auch Spirit fällt auch weg wegen Buch. Also es bleibt Gespenst. Ja, und Gespenst fällt weg, weil keine Gefriertemperatur. Ja. Was ich aber nicht zu 100%... Aber ich hatte nie irgendwie, sagen Schaum vorm Mund. Wölkchen. Das ist gut zu wissen. Danke, Lara. Das ist ein zu langer Fingerabdrücke hatten wir auch nicht, ne? Ja, ich würde auch nach der Runde tatsächlich aufhören. Im Salz sind auch keine Abdrücke. Also es könnte tatsächlich... Ich würde, wenn, dann wäre es ein Gespenst. YOLO! Loggen wir ein, oder? Ich habe jetzt Gespenst ein. 3, 2, 1, meins. Kann ich? Ja. Ja. Das war ein sehr leises Jahr. Ja. Jawohl. Loggen Sie bitte ein! So, jetzt kommt Shay. Stimmt. Was? Poltergeist. Fuck, bitte was? War das ein Poltergeist? Nie im Leben. Aber nein, stimmt nicht. Wobei, es gibt eine Sache beim Poltergeist. Die schmeißen ja ziemlich viel Zeug rum, aber es steht, glaube ich, im Buch drin, wenn der Poltergeist in einem Raum ist, in dem es keine Sachen zum Werfen gibt, ist er sehr inaktiv in dem Raum. Deswegen ist ja so viel draußen. Das wäre aber auch das Einzige. Ja, aber das wäre halt auch echt das Einzige gewesen, was dafür gesprochen hätte. Alles andere nicht. Vor allem hat Poltergeist nicht sogar ein Orb? Naja, aber ansonsten haben wir alle Geister heute rausgekriegt. Und bis auf Basti ist jeder von uns einmal gestorben.